Dann schauen wir mal auf die andere Seite. Oh, hier ist ein Hebel, sehe ich gerade. Ein Hebel. Was macht der denn da? Hä? Also ich glaube, das ist irgendwie noch richtig verbuggt, oder? Was macht der? Warum redet der denn? La 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 la. Okay. Was passiert, wenn ich diesen Hebel umändere? Es geht in die andere Richtung. Uah. Okay, gut. Das merken wir uns das nächste Mal. Was passiert, wenn wir hier zurücklaufen? Wo kommen wir denn da an? Blöder Meißel! Okay. Ach du lieber Gott. Reden wir erstmal mit dem Kollegen hier. Den kennen wir ja noch vom... vom Nachtspaziergang unter Wasser. Chipito! Hä? Wer da? Oh, du bist es. Oh, ich sollte. Sieh dir meine Augenbrauen an. Ach, hey, lieber Gott. Nun ja, du hast an einer sehr gefährlichen Stelle gestanden. Tja, da stehst du jetzt auch gerade, amigo. Naja, also ich glaube, ein bisschen hat Manny hier die Position besser erwischt oder getroffen. Entspann dich. Bald verkrümeln wir uns von hier. Wir? Wir werden nirgendwo zusammen hingehen. Ich arbeite solo, mein Freund. Und ich gehe allein. Gut, okay. War nur ein Angebot. Netter Bohrer. Bohrer? Dies hier ist ein schnurloser Hochgeschwindigkeitsschlagmeißel. Und sieh her, es ist ein Alleszerkrümler. Für gewöhnlich geben sie sowas nicht den Neuen. Das könnte ich aber auch gut gebrauchen. Ich brauche auch so ein Teil, bitte. Wie bist du denn an einen Alleszerkrümler gekommen? Ich habe gute Beziehungen. Und ich hatte Beute zum Tauschen. Tauschhandel ist hier draußen am Riff das Zauberwort. Aha. Beute? Woher hast du denn Beute? Sie liegt überall auf dem Meeresgrund. Schmuck, alte Münzen, ihr mit euren schicken Schiffen könnt das ja nicht wissen. Denn ihr nehmt euch nie die Zeit, mal nachzusehen. Stimmt wohl. Das, ja, hat er wohl recht. Gib mir was von der Beute und ich kaufe uns frei. Ich habe alles für dieses Schätzchen eingetauscht. Du hast Schmuck und alte Münzen gegen einen Elektromeißel eingetauscht? Es ist ein Alleszerkrümler. Okay, den will ich haben. Ich möchte etwas tauschen. Nun, da bist du an der richtigen Stelle, Junge. Was soll's denn sein? Ich... ein Küss. Ja, bitte. Ein Küsschen. Das ist das Einzige, was ich dir nicht geben kann. Schade. Ein Schiff. Komm mir nicht schon wieder mit Schiffen. Warum quälst du mich so? Du weißt doch, dass ich sie nicht mag. So, was brauchen wir noch? Oh Gott. Ein Drink. Wir schwimmen im größten Drink, den es gibt. Drinks sind hier unten leider Mangelware. Tut mir leid. Also was bist du denn für ein Tauschpartner, Kollege? Eine Waffe. Oh, das kostet dich aber einiges. Was hast du zu bieten? Oh Gott. Meinen Rolli. Oh ja, der ist hübsch. Er grün? Nein, reine Schurwolle. Oh, zu dumm. Naturfasern sind unter Wasser so unbequem. Wem sagst du das? Wenn du was zum Tauschen gefunden hast, dann komm zum alten Chipito. Er ist absolut fair. Ach hey, was kann ich denn mit dem tauschen? Chipito! Hä? Wer da? Was? Dieser Meißel sieht etwas übermotorisiert für dich aus. Übermotorisiert? Für Chipito ist nichts zu stark. Wenn du meinst. Tja, ich habe noch eine Menge Riff zerkrümelt vor mir. Daher... Verkrümel dich bitte. Das ist gut. Das ist wirklich gut. Chipito! Hä? Wer da? Was? Tja, ich habe noch eine Menge... Verkrümel dich bitte. Ledermeißel. Na gut, der will nicht mit uns mehr reden. Also müssen wir was zum Tauschen finden. Wir brauchen unbedingt diesen Zerkrümler. Legt euer Werkzeug nieder. Wir verkrümeln uns von hier. Mann, hätte ich mir nur von Terry das Buch zurückgeholt. Dann könnte ich hier richtig Unruhe stiften. Okay, das klappt nicht. Gut, dann gehen wir mal zurück ins Büro. Ja, das hätten wir uns wirklich nochmal schnappen sollen, das Buch. Wir haben ja schon einmal einen Streik angezettelt. Eine Arbeitsniederlegung.
Das ist echt die Frage. Kann ich nochmal da zurück? Scheint zu gehen. Hallo, Mech. Oh, sieh an, mein charmanter Verehrer. Bist du gekommen, um mich noch weiter zu beleidigen, oder brauchst du nur etwas Eis für deinen Schädel? Dann halt nicht so. Haben Sie ganz einen Termin? Ich gehe da jetzt rein, um Domino meine Forderungen zu stellen. Ich glaube nicht, dass du die Hierarchie hier richtig verstanden hast. Puxi und Bibi arbeiten für dich, du und ich arbeiten für Domino. Und der arbeitet für Hector Lemont, den Verbrecherkönig von El Maro. Nun, dann wird es Zeit, die Dienststelle ein wenig umzustrukturieren. Oh, oh. Das soll nicht arbeiten. Was macht ihr denn bitte hier? Kollege. Er scheint sich überhaupt nicht im Klaren darüber zu sein, wie kurz ich davor stehe, zu fliehen. Na, ich glaube, so kurz vorher sind wir noch Domino. Gar nicht. Domino! Machst du schon Frühstückspause, Calavera? Wir haben eine Rechnung zu begleichen, Esse. Ach, weißt du, wenn ich mit meinem Boss Hector so reden würde... Okay. Du hast meinen besten Freund getötet. Den Dämonen? Ach, Manny. Du kannst Dämonen als Fahrer benutzen, sie als Briefträger losschicken oder dir von ihnen Essen servieren lassen. Aber du darfst sie nie als Freund betrachten. Das ist einfach abartig. Wieso? Wir hatten noch eine gute Zeit bisher. Also das finde ich jetzt echt frech. Hihi. Original. Ja, was machen wir hier? Am Ende der Welt. Käfige sperren. Okay, sprichst du nicht mehr einfach nieder. Was machst du denn hier am Ende der Welt? Oh, das frage ich mich auch jeden Tag. Aber ich werde dich ausbilden, Manny, damit du an meiner Stelle diese unterbelichtete Glühbirnenfabrik leiten kannst. Ah, okay, das ist eine Glühbirnenfabrik. Das Wie wusste kannst ich nicht. Du nur kleine Kinder in Käfige sperren? Glaub mir, es ist einfacher, als große Kinder in Käfige zu sperren. Ja, sieht man ja, ne? Der steht hier rum. Warum sprießt du mich nicht einfach nieder, wie du es in Puerto Zapato versucht hast? Das war nicht ich, das war Hector. Er ist so fantasielos, will immer nur alles auf die Schnelle regeln, verstehst du? Ich dagegen bin sicher, dass wir dich durch ehrliche Arbeit resozialisieren können. Was habe ich denn angestellt? Hector und du, ihr habt eine geheime Basis eingerichtet, um auf ihr Glühbirnen zu produzieren? Ach nein, das ist bloß ein positiver Nebeneffekt. Im Grunde genommen brauchten wir nur einen Ort, an dem wir meine alten Klienten einsperren können. Man kann ja schlecht gute Menschen unkontrolliert im Reich der Toten herumirren lassen. Die bringen es fertig und erzählen jedem, wie wir ihnen ihr Doppel-N-Ticket geklaut haben, nicht wahr? Aha. Aha, da kommen wir der Sache schon mal näher. Wir hatten das... Also echt, das ist nicht ein Verbrecher, das ist ein Oberverbrecher. Wie kommst du auf die Idee, dass ich für dich arbeiten werde? Nun, außer arbeiten gibt es nicht viel, was man auf dieser Insel machen kann, glaub's mir. Und überleg mal, wenn ich erstmal weg bin, dann bist du mit Matche ganz allein auf dieser einsamen Insel. Sag mir nicht, dass diese Aussicht nicht ihren Reiz hätte. Naja, ich glaube ein bisschen schon, aber so richtig will ich auch nicht auf der Insel bleiben. Mann, Leute. Ich habe nicht vor, lange auf dieser Insel zu bleiben. Manny, ich habe die Waffen, die Transportmittel und den Grips. Was willst du denn machen? Mir auch eine Waffe besorgen, deinen Grips ausschalten und fliehen, würde ich sagen. Du hast all diesen Leuten die Fahrkarten gestohlen? Okay, wie viel davon hast du noch immer nicht kapiert, Calavera? Copal spielt mir alle guten Kunden zu, nachdem er ihre Tickets in einen geheimen Fonds transferiert hat. Ich verwische die Spuren im Papierkram und dann sorgen wir dafür, dass die Täubchen bei der Perle über Bord springen. Na gut. Ich wusste es. Du hast wirklich immer nur die besten Kunden bekommen. Ich habe alle bis auf Mercedes bearbeitet, die du ja in diesem lächerlichen Wagen entführt hast. Den habe ich übrigens das letzte Mal bei meinem Besuch in Rubacava gesehen. Ich weiß nicht, Manny. Solche Flitzer können so gefährlich sein. Also war es nicht meine Schuld, dass Matche kein Ticket bekam. Du hast es geklaut. Nun, aber es war deine Schuld, dass sie im Wald und nicht direkt hier gelandet ist. Aber darum habe ich mich ja gekümmert. Oh, toll. Ich werde Matche aus diesem Kerker befreien. Manny,
Bevor ich sie fand, hat sie deinetwegen ein Jahr allein im versteinerten Wald verbracht. Da ist es in meinem Kerker hier vergleichsweise komfortabel, findest du nicht? Ja, so gut ist Match auch gar nicht zu sprechen auf unserem Manny hier. Ein Ticket für dich, eins für Hector. Wie viele brauchst du noch? Oh, Manny, wir konsumieren doch nicht unser eigenes Produkt. Wir verkaufen die Karten an unglückliche Seelen, die kein moralisches Leben führen konnten, weil sie das unsägliche Pech hatten, reich geboren zu werden. Aber ihr könntet euch doch mit den ganzen Tickets ohne weiteres absetzen. Warum sollten wir? Wir haben einen Weg gefunden, das Totenreich lebenswert zu machen. Ich weiß aber nicht, ob das unbedingt das Ziel ist. Nette Insel hast du hier. Die Vorbesitzer wussten gar nicht, was für ein Juwel sie hier hatten. Haben sie für ein ablonden Ei verkauft. Sie ernteten die Korallen ab, die mit dem Kran erreichbar waren, und gaben die Anlage auf. Wir jedoch hatten das Zeug dazu, es bis zum großen Riff zu schaffen. Versuchst du mir schon wieder einen Vortrag über erfolgreiches Management zu halten? Nein, über Sklavenarbeit, Manny. Das ist der wahre Schlüssel zum Erfolg. Ich versuch dann mal weiter zu fliehen. Ja, mach das, mein Kleiner. Ja, ich hab's gesagt. Sklavenarbeit. Das ist es nämlich. Nichts anderes. Gut, hier können wir nichts mehr machen. Mit dem Eierkopf haben wir hier geredet. So. Was ist das hier? Mann, der Aschenbecher ist so extravagant, dass man Kaviar daraus essen könnte. Sobald man sich an den teerigen Nachgeschmack gewöhnt hat, fühlt man sich bestimmt wie ein König. Ein König? Kann ich den mitnehmen? Leer. In unserem Geschäft produziert man nicht viel Papierkram. Warum ist er denn so angepisst? Also leer. In unserem Geschäft produziert. Leer. In unserem Mitnehmen. Geschäft produziert man nicht viel Papierkram. Ich klaue Aschenbecher nur in Bars. Schade. Was ist denn jetzt los? Rauchen die zusammen? Aha. Ein Rätsel. Ja. Was war das nochmal? Kinderbücher. Ja, stimmt. Ich lese den Achelitus gerne vor. Es erinnert mich an die gute alte Zeit. Können wir es mitnehmen? Ach, Manny. Abgeschlossen. Hat die mit der, stimmt, hat die mit der rumgedreht, ne? Ein gemeinsames Rauchen. Oh! Oh, meine Strümpfe! Sie sind ruiniert! Das oh, war mein bestes oh, Paar! Oh! Jetzt wird's warm. Da will man wenigstens etwas Hübsches auf dieser finsteren Insel haben. Ist ja schon gut.